Nicht im Programm. Also das können wir nicht. Da arbeiten wir dran. Wir möchten das in der Zukunft gerne tun, dass wir den Hund auf mehrere Meter, dass wir den Hund zum Beispiel mit 5 Meter Entfernung schicken können und der Hund da anfängt zu suchen. Aber das können wir nicht. Das können wir noch nicht. Da sind wir gerade dran am Arbeiten. So, ja, begleitet. Genau. Ich bin ein Ausbilder an der Schule für Diensthundewesen und ich bin zuständig für die Materialbeschaffung. Das ist ein fallschirmjäger Hund mit seinem Hundeführer und die Fallschirmjäger-Ausbildung dauert 11 Monate. Ja, das machen wir erstmal, genau. Okay, benvenuti, io sono Pascal e mi occupo, lavoro nella scuola per conduttori di cani e mi occupo anche del materiale. E questo è il nostro cane e con il conduttore che vi farà vedere appunto le esercitazioni. In den 11 Monaten ist der Hund durchgängig beim Hundeführer und das ist so, also als erstes starten wir mit der Unterordnung, also Obedience, das was jetzt gleich gezeigt wird. Dann wird gestartet mit der Sprengstoffsuche und danach kommt der Schutzdienst. Also sind diese drei Aspekte, die in den 11 Monaten. Okay, das ist der erste? Unterordnung. Also Obedience, dass der Hund bei allem ist. Und, okay. Ja, Obedience ist aber eigentlich ein Begriff, den alle kennen. Ja. Okay. Allora, il percorso dura 11 mesi, ok? Quindi noi addestriamo il cane per 11 mesi e le tre fasi principali sono obbedienza, quindi noi accompagniamo dapprima il cane, a seguito ci occuperemo della ricerca di esplosivi e infine invece vedremo una dimostrazione, come abbiamo visto quella degli americani, protezione, ok? Quindi vedremo il cane che appunto attacca a scopo protettivo, ok? Der Hundeführer und der Hund waren zusammen im Einsatz im Sudan, also die haben auch Einsatzerfahrung sammeln können. Jetzt gleich werden wir hier einmal die Unterordnung zeigen, also Gehorsam, und da können wir dann gleich mit starten. Okay. Allora, abbiamo anche noi lavorato, operato all'estero, in Sudan, e adesso iniziamo con la prima fase del nostro addestramento, quindi con l'obbedienza, insomma, e l'accompagnamento del cane. Ich würde nur noch darum bitten, dass während der Unterordnung gleich nicht geklatscht wird, weil er teilweise nicht an der Leine ist und dass den Hund sonst nicht klatschen. Erst am Ende, wenn er runtergeht, wenn sie denn wollen. Chiediamo di applaudire alla fine, ok? Per non distrarre il cane o farlo agitare in qualche modo, quindi applaudire semplicemente alla fine, non durante l'esercitazione. E adesso potremmo iniziare. Sollen wir auch runtergehen? Dann einmal am besten runtergehen, dann gucken wir das von außen. Fuori dall'aria, fuori dall'aria. Hier, Fuß! Run! Ui,
il mio giochino. Però lasciamo il mio culo, faccio. Allora c'era una volta, sono gli americani, Wir sind mit der Unterordnung jetzt fertig. Jetzt spielt der Hund noch ein bisschen ab und dann kommen wir zum nächsten Aspekt, das wäre Minensuche. Okay. Abbiamo concluso con la prima fase. Quindi con l'occhiolenza. Adesso gioca un po' con il cane e poi passiamo alla seconda fase, quindi alla ricerca di Mine. Dieses im Minenspüren zuständig und bildet auch selbst die Minenspürhunde aus. Okay. Wie heißt er? Kron. Adesso arriva Kron con il suo cane ed è specializzato nella ricerca mine e per cui hanno sempre lavorato insieme. Minenausbildung dauert jedenfalls 11 Monate. Die ist eng gestaffelt, da fängt man also erst auch mit dem Gehorsam an oder unter an. Und dann kommt die Minensuche, die dauert ein bisschen länger, weil das ein bisschen länger dauert, den Hund das Spüren auf dem Boden mitzuhelfen. Also da ist Unterordnung und dann Spüren. Okay. Come già detto, questa fase è quella che segue quella che abbiamo appena visto. E anche questa dura più o meno 11 mesi, se non di più, perché ci vuole più tempo nel ricercare, imparare a ricercare mine e indicarle. Es wird so sein, dass der Hund direkt neben dem Hundeführer ist und die beide zusammen die Leine abgeben. Und danach wird die Leine dann entschickt, dann vorne gelegt und so arbeiten wir uns vor, sodass wir das Minenfeld dann abarbeiten und irgendwann noch ein bisschen finden. Okay, non so se potete vedere la linea, c'è la linea scala, ok? E inizia, il conduttore accompagna le cane e pian piano, vicino alla linea, pian piano si sposta la linea per fare la seconda, il secondo giro e vedere se ci sono altre linee. E quindi questa linea gialla verrà completamente spostata in avanti. Die Leine ist jetzt abgearbeitet und jetzt muss die Leine nach vorne gehen. Hanno fatto il primo giro. Okay.
Adesso spostano la linea di qualche centimetro e rifanno l'esecuzione. Der Stick ist für den Hundeführer wichtig, falls der Hund mal ausbrechen sollte und ein bisschen nach links liegt oder nochmal nach hinten geht, damit der Hundeführer weiß, wo hat der Hund zuletzt gesucht, damit er auch kein bisschen auslässt. Okay. Questo ci aiuta, lo spostamento ci aiuta a evitare di andare a ricercare sempre nelle stesse zone, ok? Bei der Ausbildung ist es sehr wichtig, dem Hund das Suchen beizubringen. Denn im Realfall würde der Hund auch viel mehr suchen als finden. Deswegen bauen wir jetzt hier nochmal ein paar Leeranlagen ein. So nennen wir das, weil da ja kein Sprengstoff dran ist. Und das Finden, das ist ein Nebenprodukt. Aber das Hauptprodukt, das worüber der Hund sich am meisten freuen sollte, ist das Suchen. E questo esercizio è fondamentale perché altrimenti in Italia perderete troppo tempo nella ricerca, più tempo nella ricerca che effettivamente nel ritrovare la linea. Quindi abituiamo da subito il cane a ricercare pian piano senza ripetere. Wir haben drei verschiedene, zwei Arten von Linientypen. Das ist einmal diese, das nennt sich Safe-Line-Verfahren. Und dann haben wir einmal die Wegkanzlose. Das hat eben gesagt, das ist eine Straße, und dann haben wir auch noch, dass die Hunde diesen Wegkanz abrufen. Das sind diese 80 cm, die da hinten sind. Und das sind die zwei Varianten, die wir bis jetzt haben. Okay, in der gibt es ja auch die zwei Varianten, zwei genau. Nee, die werden wir nicht zeigen. Aber okay, nur eine ansprechen, dass wir das haben. Okay, genau, der Straße, oder? Ja. Okay. Hanno due tipi, okay, di esercitazioni. Questa è una che non posso seguire adesso perché viene eseguita esclusivamente in strada. Okay. Und wenn der Hund dann findet, ist es natürlich wichtig, dass er nicht auf die Linie tritt, sondern nach der Zeit dahinter steht. Wenn er auf die Linie tritt, könnte sie natürlich auslösen. Und das sehen wir jetzt hoffentlich, wenn er auf die Linie läuft, dass er nicht drauf tritt, sondern davor liegen bleibt. Okay, also hinter. Genau, hinter der Linie. Okay. Allora, quando il cane trova la mina, è importante che non superi la mina, giustamente. Quindi si deve fermare Deswegen haben wir jetzt auch nach hinten gestellt. Also wenn der Hund gestellt wird, dann immer nach hinten, damit der Hund nicht nochmal auf die Linie läuft, sondern zum Hundeführer zurück. E di conseguenza, per farglielo capire, il conduttore si sposta all'indietro, ok? Così il cane per questo che deve seguire il conduttore non deve superare la linea. Ok, quindi deve seguire completamente il capo del conduttore. Wir zum Minen suchen. Wir sind gerade an einem Fluss. In einem Versuch, wir haben eine Drohne und der Hund läuft der Drohne hinterher. Kamerad Horne mit seinem Diensthund Margo. Das ist ein
Sozialdiensthund, der dafür da ist, um einsatzgeschädigte Soldaten, also die psychisch Probleme haben nach dem Einsatz, da geht dieser Hund mit und arbeitet mit den Soldaten, dass sie ein bisschen besser ins Leben zurückfinden und die Therapie begleiten können. Okay. Con questo cane, okay, praticano una sorta di terapia, okay, in modo da riuscire a far diciamo rientrare il cane nella vita, ok, perché potrebbe avere magari qualche problema di inserimento, ok, quindi il soldato e il conduttore lo accompagna e esercita diversi giochi con il cane per diciamo farlo semplicemente di entrare nella vita. Quindi sono giochi, diciamo, terapeutici. Stage where the dog needs to be Sie ist aber auch ein Corona-Spürhund. Da haben wir sie 2020 ausgebildet. Sie kann also auch Corona-Viren erspüren. Kann man quasi einen Corona-Test. If you want, you can pet her. She's a social dog. Ah, so. Margo. The only thing she does. E tant'è che nel 2020, quando è scoppiato il coronavirus, è stato molto utile per riconoscere questo virus. E, quasi come se fosse un test. Virus. Virus. Im Schweiß oder im Urin kann man das, also können die Hunde das erriechen. Man gibt entweder eine Speichelprobe ab, eine Schweißprobe oder eine Urinprobe. Und daran kann der Hund das erschrecken. Okay, praticamente ci sono due test. Per via orale oppure tramite le urine, il cane poteva annusare, insomma, e riconoscere la virus. Come quelle per i diabetici, insomma. Sì, praticamente tramite questi due test. Il diabete sente direttamente l'iniezione di insulina nel corpo. Loro invece usano anche loro la saliva. No, ti sentono il tuo cambio. La tua reazione chimica. Il diabete che basta, sì. Cambio odore, cioè. Mentre loro lo fanno sul tampone e sull'urina. Praticamente fanno come la ricerca di tumore sull'urina. Questo cane non è stato ancora addestrato a riconoscere sostanze, ok, esplosive o qualsiasi altra sostanza. Ma sarà il prossimo step, ok? Quindi la prossima fase per questo cane qui. Che tempo ha? Quanti anni ha? 4 anni. Wenn das soweit unsere Vorführung, wenn Fragen sind, sehr gerne zu unserem Stand kommen und wir bedanken uns wieder aufmerksam. Okay. Quindi si termina così la nostra dimostrazione. Nel caso aveste qualche domanda, siete liberi di chiedere. E grazie per aver assistito.